Schönen guten, meine Lieben, da sind wir hier wieder mit einer Runde The Journey. So, The Journey. Und wie ihr seht, heute geht es gegen Madrid. Wir haben uns ja die Sunderlands ausgesucht, damals, als wir noch jung und schön waren. Und jetzt können wir, also wir spielen ja mit Hunter, ne, habe ich ja gesagt. Und dann gibt es noch die Social Media Klamotten hier. Da ist von irgendwelchen Gerüchten die Rede, dass wir hier Transfermarkt und so weiter. Das ist hier ein Ding. Ach so, hier kann man auch so machen. Ja, wunderschön. Wir wollen fortfahren, wir wollen hier spielen, wir wollen hier zocken, wir wollen hier Tor schießen, Vorbereitungen machen. Und so weiter. Ja, da sitzen wir nun auf der Bank, ne? Also, das muss ja schon ziemlich beeindruckend sein, ne? Also wenn du jetzt so da als, obwohl man den jungen Leuten das da heutzutage gar nicht mehr so ansieht, ne? Nicht so wirklich. Die wirken schon so abgebrüht. Aber who knows? Ach, den kennen wir doch. Hat er sich also verletzt? Ziele beeindrucke den Boss mit 8,5. Das ist nicht so einfach. Sei beharrlich, führe 5 Zweikämpfe aus. Das ist, hol dir einen Ausgleich. Hol dir den Ausgleich. Hol mindestens ein Remis. Minigens, ja. 5 Zweikämpfe, da habe ich ein bisschen Schiss. Da werden wir da schon irgendwie regeln. Wir werden einen regeln, denn dieser Regel, wir sind der Regler. Deswegen werden wir hier alles regeln, was zu regeln ist. Wir sind doch Stürmer, oder? Ja, Position Stürmer, genau. Das ist, muss einem angezeigt werden, damit wir wissen, was zu tun ist. Komm, hol ihn dir. Ach, hol ihn dir hoch. Warum holst du ihn nicht, Junge? Ah. Das war blöd, ne? Der Platz wirkt so groß, nicht wahr? Doch. Da spielen die nochmal zurück. Weißt du? Ah, komm ich nicht ran an den Ball, ne? Ist ja ein Ding, du. Viel Zeit haben wir ja nicht, ne? Also eigentlich müssen wir uns beeilen, ja. Ach, was sind das denn für Flanken, Junge? Ja, das sind schwören, das Kind schon schaukeln, wa? Da kommt noch jemand. Jermaine Lenz für Reese Greenwood. Wer immer das ist. Und Cristiano Ronaldo kommt ja wohl für Enzo Fernandes. Ich bin gespannt. Cristiano. Interessant. Ja, ich lasse die Videos ein bisschen laufen. Ist ja klar, wir sind ja hier im Geschehen drin quasi. Ne? Also, wir können uns ja da reinversetzen. Ja. Das machen wir auch. So. So. Wie soll ich denn hier in den Zweikampf kommen, ey? Da muss ich mit dem ganzen Platz rennen, ne? Man muss ja mit seiner Ausdauer ein bisschen haushalten, anders geht das nicht. Würde ich mal so behaupten. Ja, ganz klar, abseits. Also ganz, ganz klar, ne? Klarer geht's nicht. Ein bisschen schneller, Jack. Na komm. Auf mich, wa? Da komme ich natürlich nicht ran, ne? Warum auch? Lalala. Ja, es ist ein bisschen, was soll ich erzählen, ne? Was soll man denn hier mal erzählen? Ich kann nicht so weit. Jetzt kriege ich Abzüge. Kennst du ja, ne? Ich nichts für den Pass? Das gibt's ja nicht. So, ein Okolyt-Pass. Ein supergeiler Hammerpass. Durch zwei Leute durch. Ich drücke jetzt auch mal weiter hier. So Kleinigkeiten hier, so Einwürfe und so ein Krams. Ey. Ne! Das ist mir so knapp.
Upsalala. Ich frage mich, warum sich meine Anzeige da oben nicht ändert, ne? Oh, das war knapp. Dies war knapp. Aber da kommt Ronaldo. Oh, 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 oh. Aber Robson macht das wunderbar. Da haben wir nochmal Schwein gehabt, ne? Ach, Leute. Aber ich habe schon drei andere gute Pässe gespielt. Wieso kriege ich jetzt erst was dazu? So ein Schluck da oben, ne? 6,3 haben wir jetzt. Oh, das wird nichts mehr mit der 8. Sehr schwierig ist ein beschießendes Tor, ne? Wieso hüpft er nicht? Wieso hüpft er nicht? Robson wieder da. Super gut. Spiel! Ach, doch nicht dahin! Mann, ey. Ja, ich drücke diese Taste nicht so gerne. Es gibt die Taste zum Pass anfordern, aber. Oh, die drücke ich äußerst ungern. Ich weiß nicht wieso, weil. Ja, eigentlich weiß ich wieso, weil. Oft sind die zu doof, da den Pass zu spielen dann auch, ne? Oder so zu spielen, dass der Gegner nicht an den Ball kommt und jedes Mal. Oder ziemlich oft halt, bekommst du dann das Problem, dass du dann was abgezogen bist, dass das scheiße war, ne? Dass du das gefordert hast. Deswegen mache ich das nicht so gerne, ne? Deswegen verlasse ich mich darauf, dass die einfach mal von alleine spielen, demnächst, also nicht demnächst, sondern in der Regel machen die das auch, nur ein bisschen spät immer. Oder treffen halt auch falsche Entscheidungen, wie ich das finde, ne? Nicht ran, ne? Leide. Na, wir können uns eigentlich auspowern, ne? Wir können uns eigentlich mal richtig aus. Da kommt der Bale. Der Christian. Christian Bale. Das war. Das war doch nicht der Bale. Hat der Bale da geschossen? So. Da gibt es den dicken Abstoß. Komm! Das ist so ein bisschen komisch manchmal. Da, ja, jetzt. Aber der spielt auf diesen da. Da gibt es den Einwurf. Für die Teams. Wer hat den Ball denn jetzt? Wir oder ich? Klasse 2 Kampf. Na, immerhin. Oh, der ist abseits, oder? Sehr schön. Kone! Gib Video! Macht ihr den? Wie spät haben wir denn? Was haben wir denn hier? 0-0 eigentlich, ne? Unentschieden kriegen wir hin, aber. Also, so wie es aussieht. Och. Verarscht er mich hier, du. Nee. Der war aber für mich. Schon wieder abseits. Jawohl. Sehr gut. Nicht zu mir, nicht zu mir. Ach, da fliegt der Ball vorbei, ey. Was macht er denn, der alte Alex? Ja, mach mal schneller wieder. Nicht dein Ernst. Doch.
So geht's. Jawohl. Der Alex macht das Ding in letzter Minute, ja, ungefähr jedenfalls. Vielleicht war es auch die vorletzte, ich weiß es nicht. Hämmert das Ding in die lange Ecke. Keine Chance, keine einzige Chance haben wir ihm gelassen, dem Torhüter. So läuft das. Sehr schön. Wir sind so glücklich. 90. Minute, tatsächlich letzte Minute, also Match Winner. Aber wir haben die 8,5 nicht geschafft. Und die 5-2-Kämpfe sehr aber möglichst auch nicht. Tja, wie gesagt, das ist halt ein bisschen schwierig. Wenn du hier nicht irgendwie, wenn du hier als Stürmer so versauerst, so mehr oder weniger, dann hast du ein Problem mit den Zweikämpfen. Ich finde, das sollte ein bisschen anders sein. Na also gut, kannst zwar immer an den Ball kommen und offensiv Zweikämpfe führen, was für mich aber noch schwieriger ist, als diese defensiv Zweikämpfe überhaupt. Ne? Deswegen. Ja, jetzt wollen wir hoffen, dass das Ding nicht klappt, ne? Stellen wir mal hier hin. Wer ist denn die 34? Ich werde dich mal decken. So. Sieht ja gut aus. Hunter glücklich. Läuft. Kriegen wir noch einen Zweikampf? Komm. Und ja, nee, kriegen wir nicht. Und die etwas besseren Mannschaften, die spielen halt auch schneller. Dann hast du ein Problem, ne? Dann kommst du da nicht ran. Ja, Matchwinner, Siegtor. Wunderbar. Also Matchwinner weiß ich noch nicht, aber eigentlich, normalerweise wäre er das, wenn er das Siegtor schießt. Beeindruckend, den Boss hat nicht geklappt. Beharrlich hat auch nicht geklappt. Ausgleich mindestens haben wir geschafft. Ne? Und hätten wir auch mindestens geschafft. Ne? Es wird schon besser, ist das halt? Ne, ist er nicht. Wollen wir die Höhepunkte sehen? Ne, ich drücke die weg. So. Wir haben aber hier ganz gut abgeräumt, so mit dem Daumen nach oben, beeindruckende Übersicht, ja, das habe ich oft. Du hast die Chance erkannt und im Strafraum das Tor gemacht, gute Querpässe, das hilft beim Verteidigen des Ballbesitzes und beim Dominieren des Spielgeschehens. Mit solch harten, präzisen Kurzpässen fällt es uns leicht, den Ballbesitz natürlich zu verteidigen. Ja, läuft. Trainer ist begeistert, mehr oder weniger. Und ja. Dortmund haben wir auch geschlagen, welch Schande. Letztes Vorbereitungsspiel. Dass es kein Sieg geworden ist, ist sicher enttäuschend. Sí, bueno, queremos ganar siempre. Es una temporada larga. Somos un equipo grande y queda mucho todavía. Hat die Verletzung eine wichtige Rolle gespielt? Sí, tuvo mucho, pero Alexander tuvo la oportunidad de entrar y ha hecho un buen partido. Ja. Ja, sogar James kennt uns schon. Woher auch immer. Aber immerhin, ne? Nicht so schlecht. $12.900 ist haben wir. Ja, Follower werden ein bisschen mehr durch unsere komische Art. Defensive hoch. Passen hoch. Sehr schön. Läuft. Yep. Wir haben ein Level gemacht. Das heißt, wir haben jetzt 3 Punkte oder was? Ich weiß nicht, ich muss mal gucken. Einen bekommen, 2 hatten wir schon, 2. Das weiß ich nicht. Könnten wir mal noch. Ne, wir haben nur einen. Wir haben schon mal einen benutzt. Genau. Wir haben uns das da hinten geholt. Richtig. Jetzt müssen wir eigentlich nochmal sparen hier auf. Genau, kostet 2. Zweite Luft werde ich ganz gerne. Und das natürlich auch. Aber die zweite Luft wäre mir vielleicht erst. Obwohl, die ist erstmal nicht so wichtig, weil wie eh immer nur meistens eingewechselt werden. Deswegen brauchen wir die zweite Luft jetzt nicht so dringend, ne? Solange wir nicht von Anfang an spielen. Deswegen sollten wir vielleicht erstmal auf die Beschleunigung sparen. Das werden wir auch tun. Und ich würde sagen, ne, wir sehen uns in der nächsten. Warte mal, wir machen noch einmal weiter hier. Es kommt ja jetzt nicht die nächste, oder doch? Weiß ich nicht. Kommt noch mal ein Training oder so, dann machen wir vielleicht noch ein Training. Madrid, Mann. Ich weiß, Mann. Ich kann's auch nicht glauben. Hey, das war richtig gut, Mann. Oh, die wissen jetzt, wer wir sind. Wahrscheinlich wollen die uns kaufen. Und die Bayern auch, PSG ganz sicher. Die starten ein Wettbieten. Ja, um mich. Du bist bloß eine
Dreingabe. Ah, ja. Träum ruhig weiter. Oh, oh. Weißt du, was so abgefahren ist? Gestern noch spielen wir in ab 14 Klappern und heute spielen wir gegen Los Blancos vor den Augen von zehntausenden verrückten Fans. Gewöhn dich dran, Mann. Wir sind jetzt mittendrin. Nachdem unser bester Mann ausgefallen ist, wer weiß, wie lange wir jede Abwehr der Premier League abzocken werden. Du machst die Pässe, ich die Tore. Oder ich mach die Pässe und die Tore. Ein echter Teamplayer. Kandidat für den goldenen Schuh, Mann. Kandidatin. Mann. Oha. Euer Selbstbewusstsein ist super. Aber in Mathe schwächelt ihr etwas. Bitte was, Toro? Meiner Berechnung nach ist derzeit nur einer unserer Spitzenstürmer verletzt. Und zwei für einen funktioniert nicht. Sicherlich mache ich den Anfang. Klar, Mann. Wenn wir verlieren wollen. Ja, ich stelle fest, also es entwickelt sich so langsam so ein kleiner Konkurrenzkampf mit unserem besten Freund. Ist nicht immer schlecht, aber in dem Fall habe ich so das Gefühl, dass es doch schlecht ist. Und was ich auch festgestellt habe, ist diese Antwort, ja. Ich habe ja damals, also damals ist Quatsch, ne? Vor ein paar Wochen, wo ich dann auch mal The Journey gespielt hatte, habe ich festgestellt, dass ich die, wenn ich diese coole Antwort gebe, es hinterher also genau auf selber rauskommt. Und ja, das Hitzköpfige passt in dem Fall besser, ne? Also, wenn er so sagt, von wegen hier, ja gut, wenn wir verlieren wollen, dann fängst du natürlich an. Das passt dann mehr in diese Hitzkopf-Schiene als in diese Coolness-Schiene. Ich bin gespannt, wie das weitergeht, ne? mit unserer Hitzköpfig-Klamotte. Mal schauen, ne? Ja, ich würde sagen, wir gucken mal, ob es heute ein Training gibt. Es gibt einen Trainingstag. Schießen ist heute im Angebot, das nehmen wir mit. Würde ich sagen, das werden wir auch möglicherweise nicht simulieren. In der Teamzentrale wird das aktuelle teaminterne Ansehen aller Spieler gezeigt. Angezeigt sogar. Zeige gute Leistungen im Training und in Spielen, um Alex Trainerwertung zu erhöhen. Eine bessere Trainerwertung erhöht Alex Chancen, es im nächsten Spiel in die Startelf zu schaffen. Wenn Alex konstant gute Leistung zeigt, erhält er den Vorzug vor Spielern mit besseren Werten. Ah ja, weil wir haben ja nur noch 62 Euro insgesamt, ne? Also das meinen die damit, falls das einer nicht verstanden hat. So, wir sind ein bisschen von der Startelf entfernt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das möglich ist, gute hier in die Startelf zu kommen. Heute ist trainingsfrei. War nur Spaß. Wir trainieren hart. Ja, wir trainieren hart. Wir sind also hier ganz links bei den Reservisten. Ne? Reservisten sind das, glaube ich, ja. Wir machen mal weiter. Wir wollen mal gucken hier. Training beginnen. Was haben wir? Lupfer und Abschluss Kurzdistanz. Wir würden uns sowohl da als auch da. Ist beides dasselbe ungefähr, ja. Bis auf die Stärke und die Balance. Abschluss und Schusskraft. Wir beginnen das Training, wir machen das selber, ne? Dieses hier machen wir auf jeden Fall selber. Schießen und sowas, das kriege ich hin, ne? Hoffe ich. Wollen wir mal schauen. So. Ab geht er, der Peter. Zack. Ah, das war aber nicht getroffen, oder? Das war die Latte. Das war noch nicht mal die Pulle, ey. Warum? Zack. Zack. Keine Flasche, warum nicht? Nur 1000? Exzellent. Ja, besser geht's wohl nicht. Doch, das geht besser. Komm, wir machen nochmal. Wir machen nochmal. Was habe ich jetzt gemacht? Ich hab X gedrückt. Beziehungsweise... Ah. Das geht besser. Oh, das geht sogar viel besser. Och, das geht doch viel, viel besser geht das. Ich treffe die Pullen nicht, Leute. Was tun wir dagegen? Nichts.
Das waren weniger als vorher, ne? Wir müssen noch mal ran. Wir müssen noch mal ran. So, das läuft. Nein. 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 Ah, wir haben irgendwas getroffen, aber was? Nein. 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 Scheiße. Exzellent. Einen sollen wir noch einen machen oder sollen wir... Wir setzen fort lieber. Ich habe schließlich, dass ich das dann beim zweiten Mal total versaue. Wir machen Start. Lupfer ist so eine Sache. Schauen wir mal, ne? Dies ist toll. Das war scheiße. Dies war auch scheiße. Das war auch scheiße. Was ist da los? So geht's. Nee. Nee. Das wird nix, Leute. Das wird nix. Ich sehe schon kommen. Wunderbar. Aber das müssen wir auf jeden Fall wiederholen. Das geht gar nicht. Fortsetzen, neuer Versuch. Bitte. Das gibt's nicht. Wieso kriege ich so wenig? Das weiß ich nicht. Pfosten, was ist da los? Ah, schade. Noch ein bisschen warten müssen. Auch dieses Mal. Den kriegst du nicht, aber ich auch nicht. Ja, toll. Schumm. Der war gut. Der war kacke. Der war so kacke. So, wir machen noch einen Versuch, ist ja klar. Alter! Komm! Nee! Nee! Okay, es läuft auf den letzten Versuch hinaus. Aber sowas von. Und das wird mich sehr nervös machen, liebe Leute. Und dann kriege ich die Krise. Nee, ich muss noch einen Moment warten dann, ne? Ei, Karma, der war knapp. Wumm. So, der war ganz scheiße. Der war richtig schlecht. Aber jetzt kommt's drauf an, liebe Leute. Wir müssen es regeln. Wir müssen es regeln. Alter, wieso geht er nicht rein? Da, ah, der war drin. Das ist schon mal gut. Oh, der war auch drin. Das war auch schon mal gut. Oh, wundergut. Nein, nicht die Latte. Gib mir die Latte. Jawohl. Jawohl. Das sieht doch super aus. Ah! Der war ein bisschen harde. Harde Bart, aber wir haben sie exzellente gemacht. Wir haben wunderbar. Oh, ich bin so glücklich. Wir haben es irgendwie hingekriegt. Who knows that? Wo stehen wir denn? Mit der Aas. Wunderbar haben wir das gemacht. Oh, ich bin wirklich froh, Leute, dass ich das so gut hingekriegt habe. Also, naja, ne? Es geht besser. Aber das war okay. Guckst du weiter, Start 11 kurz davor. So, und weiter als diesen Schritt, da bin ich noch nicht gekommen. Also, ne? Vielleicht schaffen wir es ja doch nochmal irgendwie. Wir sind Auswechselspieler, nicht Reservespieler. Vielleicht kriegen wir das nochmal irgendwie hin. Man weiß es nicht. Hey, hat jemand meinen Ball gesehen? Was willst du mit dem Opa-Ball beim Training? Glücksbringer, wo ist der? Er war in meiner Tasche. Ja, ja, wirklich lustig. Gib ihn wieder zurück. Den? Willkommen im Team, Alex. Wir sind im Team, Mann. Meinen Glückwunsch. Habt ihr verdient. Danke. Gracias. Oh, oh mein Gott. Wir stehen im Team, Mann. Ja. Los. Ja. Lauf. Kommt schon, Leute. Ja, du musst immer aufpassen, ja. Weißt du? Oh, ich flippe total aus. Ich glaub's einfach nicht. Das ist unfassbar. Ich weiß es nicht.
Ja, ich fasse es auch nicht. Aber, Jungs, denkt dran, im Team bedeutet nicht in der Startelf. Ne? Wir haben Spieltag gegen Liverpool. Oh, Liverpool, alter Schwede. Ja, auf jeden Fall, wir werden uns sehen in der nächsten Folge. Und bis dahin, macht das gut. Ciao, ciao.